Jetzt kümmern wir uns um echte Kunst, um Kölner Köpfe und die KVB. In den Haltestellen unter der Erde gibt es viel zu entdecken, wenn man ein bisschen Zeit hat. Und die hat man ja manchmal, wenn man auf eine U-Bahn wartet. Wir haben uns die Gemälde, die Skulpturen und Wandornamente mal angeschaut. Es gibt sogar eine Videoinstallation. Eine Frau, die sich bestens mit Gebäuden und Kunst auskennt, führt uns durch die unterirdischen Haltestellen. Früher arbeitete sie ganz weit oben. Ihr Beruf? Ex-Dombaumeisterin. Heute nimmt sie uns mit nach ganz weit unten. Ihr Name? Barbara Schock-Werner. Sie kennt die U-Bahnhöfe der Stadt und hat ein Faible für das, was beim Warten oft übersehen wird, die Kunst unter Tage. Eine meiner Lieblingshaltestellen ist Piusstraße, weil die so farbig ist. Oder auch Friesenplatz mit diesen Pop-Art-Mustern. Es gibt etliche, dass ausgerechnet das Zentrum, Dom, Hauptbahnhof die hässlichste ist. Das wiederum finde ich schade. So, wir müssen raus. Genau, denn wir sind am Appellhofplatz. Kölner Köpfe sind hier verewigt, von Willy Milovic bis Pierre Littbarski. Und auch ein paar Kölner von nebenan. Seit 1990 suchen sie hier die Blicke der Wartenden. Die mittlere Reihe ist so angebracht, dass wenn man in der U-Bahn sitzt, genau in die Höhe, genau in die Gesichter guckt. Also man sitzt dann Auge in Auge mit Alfred Biolek. Eine Aktion des Künstlers Tabut Velut, damals gemalt in nur einer Nacht. Natürlich ist das nicht hohe Malerei und auch keine sehr sensible Grafik. Aber das ist etwas, womit sich die Fahrgäste im Wattestatus beschäftigen können. Oder? Beschäftigen kann sie uns die U-Bahn-Kunst oder ganz praktisch den Weg weisen, wie hier am Hans-Böckler-Platz. Symbole wie die Pfeile in Richtung Eingang sind in diese Kunst einbezogen. Auch das nicht sozusagen ein ganz großer Entwurf, aber etwas, was den Platz charakteristisch macht, was für die Leute, wenn die in der U-Bahn fahren, aha, gelb-orange, Böcklerplatz, ich bin da. Die typischen Farben der 70er Jahre und eine seltsam geformte Grafik. Jemand hat es Bischofsstab genannt oder wie immer es nennt. Jedenfalls verbindet dieses Orange die beiden Ebenen durch diesen Haken. Genau wie am Rudolfplatz. Hier verbindet seit 1987 eine Installation zwei Etagen und eröffnet den Spiegelblick ins Hahnentor und ins ehemalige Opernhaus. Wenn der Betrachter das hier anguckt, sieht nicht nur die ganze Ebene gespiegelt, sondern sieht sich selber darin und sieht sich gleichzeitig im Hahnentor. Also das ist so eine Ebene mit mehreren Schichten und das hat doch was. Viel moderner geht's an der neuen Nord-Süd-Bahn zu. Heimo Zobering hat hier ein Wandfries installiert, das selbst Frau Schock-Werner kaum entziffern kann. Man erkennt ja immer nur einzelne Buchstaben, wie dieses kleine D oder das große S oder auch mal ein G. Aber man kann das Wort nicht enträtseln. Hier muss es Wandgestaltung sehen und bestimmte Buchstaben kennt man auch, aber lesen das Ganze kann man nicht. Weniger lesen als vielmehr beobachten muss man am Breslauer Platz. Jedes Mal erscheint hier ein Video, wenn in Kölner Parks ein Vogel eine Webcam auslöst. Da ist einer. Da ist einer. Was sieht man da? Der guckt raus, der Vogel. Schauen Sie, da sieht man einen der Sittiche, wie er aus einem Baum herausschaut und überfahren. Er bewegt sich zwar nicht sehr, aber da ist er wieder. Man sieht ihn wirklich. Ja, das ist das Kunstwerk für Kunstfreunde und Naturliebhaber. Viel zu entdecken gibt's im Museum unter der Erde mit Kölner Werken von den 70ern bis heute. Und das alles zum Preis von nur einem KVB-Ticket. Ja.